Lindau, das Wahrzeichen trägt plötzlich, wir sehen es hier, rote Stofffetzen. Ist das Kunst? Ja. Denn in der Bodenseestadt läuft gerade die allererste Biennale. 20 Kunstschaffende stellen aus, aber nicht brav oder gefällig, sondern auch mit Werken, die durchaus mal anecken. Ein anderes Werk erhitzt derzeit bereits die Gemüter. Julia Klemm hat sich im Lindauer Hafen das Wahrzeichen vorgenommen. Ausgerechnet der Löwe behangen mit roten Fahnen. Das provoziert Kritik und Häme. Kunst darf kritisch sein, Kunst muss nicht schön sein, darf der Welt was entgegensetzen. Und das tut Julia Klemm hier. Sie hat sich mit den patriarchen Strukturen, die hinter so einem Denkmal stehen, auseinandergesetzt. Und das kann man natürlich annehmen, aber das muss man natürlich nicht. Die Biennale in Lindau startet mit Kontroversen. Zu sehen ist die Schau den ganzen Sommer über. Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 10. September.